Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Arena Battle 3 und wir haben nur noch einen einzigen Leiter übrig, den wir aktuell noch nicht gesehen haben. Und das ist der gute alte Pudel. Und vielleicht haben wir auch noch vier andere Leiter nicht gesehen, nämlich die Leiter aus Liga 2. Falls ich es schaffe, das Video jetzt vor dem Stream hochzuladen, heute gibt es einen Stream. Falls nicht, heute gab es einen Stream. Die lade ich übrigens auch immer auf YouTube hoch, allerdings auf nicht gelistet. Ihr findet aber unten in der Videobeschreibung eine Playlist, wo ihr eben auf die einzelnen Streams von Liga 2 zugreifen könnt. Das heißt, wenn ihr die nicht unbedingt auf Twitch nachschauen wollt, dann könnt ihr die auch auf YouTube nachschauen. Das ist ganz euch überlassen. Allerdings würde ich mich natürlich immer freuen, wenn ihr live bei den Streams mit dabei seid, weil das ist eigentlich immer eine sehr, sehr coole Atmosphäre und würde ich mich sehr freuen. Ja, wir sehen jetzt unseren letzten Leiter in Liga 1 zumindest und das ist der liebe, alte, gute, süße, kleine, knufflige und vielleicht auch mit einem gewissen Talent gesegneten Rudel. Ja, und er tritt an gegen Marin, aka Terrakork. Das heißt, wir haben jetzt hier, glaube ich, das erste Mal jemanden, der zum zweiten Mal kämpft, und zwar Terrakork. Beim letzten Mal hat er sich den Orden von Lauris geholt mit einem Only-Mega-Team, wenn man das so sagen kann. Und auch dieses Mal erkennt man, also zumindest wenn man das Spiel hat, sehr schnell, was das hier für ein Theme-Team ist, nämlich Pokémon Tekken. Man konnte Gardevoir, Empoleon, Pikachu, Glibunkel, Silvaro und Gewaldro spielen. Gewaldro könnte das Mega sein, Gardevoir ebenfalls, weil beide auch im Spiel ihre Mega-Entwicklung einsetzen konnten. Sehr interessant, Pikachu kann natürlich einiges machen tatsächlich gegen Krudel, also das könnte ein Pikachu sein, was durchaus Work macht. Glibunkel könnte sogar Trockenheit haben, also vielleicht können tatsächlich alle Pokémon, die hier mit dabei sind, durchaus ihren Teil dazu beitragen, Krudel so ein wenig unter Druck zu setzen. Ja, nachdem Krudel beim letzten AB den Normaltypen hatte, der meines Erachtens vielleicht der stärkste Monotype ist, zumindest der mit sehr viel Auswahl auch, was die einzelnen Pokémon angeht, kommt jetzt der Wassertyp, der, glaube ich, noch mehr Auswahl hat und ich weiß nicht, ob ich ihn auf Platz 2 setzen würde von den einzelnen Typen. Das ist schwierig, weil ich glaube, da gibt es viele Typen, die dann noch mitkommen. Aber Wasser hat auf jeden Fall jede Menge Auswahl. Und ich finde, das Team, was wir hier sehen, sieht gar nicht mal so uninteressant aus. Tatsächlich war Wasser auch der Typ, wo wir einfach 2 Millionen Ausnahmen zur Verfügung hatten an Pokémon, die wir dann aber reduziert haben auf eine überschaubare, ich glaube so 6, 7, 8 Pokémon oder so sind als Ausnahme zugelassen. Und eine davon ist Zaplarang, die wir hier sehen. Ein Aal, demzufolge denke ich nachvollziehbar. Und auch das Uber-Pokémon, beziehungsweise das B-Pokémon, das Rudel hier mitbringt, ist direkt mit an Bord. Und zwar Palkia. Palkia, sehr gefährlich, aber auch hier natürlich wieder ohne 0 DVs. Bin ich gespannt, was das so machen wird. Ja, war ein Pokémon, was ich sehr gerne auch im LPP gehabt hätte. Deswegen freue ich mich, das hier zu sehen. Und ich glaube, Rudel wollte es auch haben und hat es auch nicht bekommen, glaube ich. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, dann haben wir ein Agrostella mit dabei. Natürlich jetzt nicht das coolste Pokémon, müssen wir abwarten. Wir sehen Tohado, wir sehen Manaphy müsste es sein. Und Morlord. Okay, ich bin gespannt, was das Team machen kann. Pflanzenattacken sind aushaltbar für dieses Team. Agrostella, Palkia und Zaplarang kriegen die zumindest nur neutral ab. Elektroattacken hat er auch wieder relativ viel gegen. Also gerade gegen seine beiden Schwächen sieht er doch ganz gut aus. Morlord immunisiert, Palkia kriegt nur neutralen Schaden, Zaplarang resistet. Da hat er einige Möglichkeiten. Wir springen rein in den ersten Kampf von Rudel und den letzten Kampf eines Arena-Leiters, den wir noch nicht gesehen haben. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Let's go, Leute! Es geht gegen Terrakork. Mal sehen, ob derjenige seine Siegesserie von einem Sieg aufrechterhalten kann und sich hier direkt den nächsten Orden mit einem weiteren sehr coolen Team holen kann. Was aber natürlich auch gegen Wasser durchaus bestehen kann. So, wir sehen, dass sich Fairy Tempest hier erstmal die Schwebe holt und Kinky Kondom oder Kinky Condom, sehr schöner Name, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was Kinky heißt. Aber Kinky klingt cool, das Wort. Finde ich nice. Wow, diese Kehrtwende ballert ja aufs Übelste rein. Ist es ein Walwand-Zaplarang? Mit vollem KP-Investment? Keine Ahnung. Und Paco kommt hier rein. Nur mit 151 KP. Das ist nicht viel. Das ist halt echt nicht viel. Und da sieht man eben die 0 DV. Und dass es eher ein offensiveres Set, denke ich, sein wird. So, die Blue Monarch kommt hier rein und wehrt die Attacke von Palkia ab, die ich leider verpasst habe. Aber ich denke mal, es wird halt
entweder die Wasserattacke wahrscheinlich die Wasserattacke gewesen sein, oder? Denke ich mal. Ich gehe stark davon aus, dass es zwar halt Schal ist, weil es halt gegen Gardevoir reingeschickt wurde, aber ja. So, da kommt der Bohrschnabel, der halt, ja, von Kiki Condom ziemlich gut abgefangen werden kann. Jetzt kommt die Auswechslung und zwar auf Alter Ego Army. Okay. Die Kehrtwende wird auch hier wieder ein bisschen Schaden machen, wird halt vierfach resistet, aber der Schaden ist halt viel zu gut, als dass das kein Walwand sein könnte. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Aber, also, ich habe halt nur defensive Zapplerangs gesehen, so in letzter Zeit demzufolge, bin ich mir nicht ganz sicher. So, da kommt der Psychobeißer, das wird Alter Ego niemals überleben. Schade, ich hätte sehr gerne noch irgendwas von dem Teil gesehen, aber hier ist es wohl einfach nur dazu da, um zu sterben. Zumindest in der Situation, weil es vielleicht auch seinen Fokusgurt verloren hat, den es potenziell haben könnte. Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt Empoleon rein. Ich denke, Empoleon ist auf jeden Fall in der Lage, gegen Tohido hier ein bisschen was zu machen, ein bisschen was zu tanken, ein Siedewasser potenziell zu drücken oder generell einfach irgendwelchen Schaden. Ja, und da kommt rein und kriegt den Bauchschnabel ab, macht halt nicht wirklich viel, hat ja auch die Überreste, scheint also wirklich ein defensives Warlord zu sein. Aber ich glaube, Empoleon kann den Strauchler, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Geht jetzt hier allerdings raus und Shining Feder kommt rein. Und Shining Feder ist Silvaro. Bekommt jetzt Toxin ab, was schon mal gar nicht so bad ist, aber kann natürlich mit Pflanzenattacken jetzt ordentlich Druck aufbauen. Weil, wie gesagt, gegen Pflanze hat er nichts, was resistet. Gegen Pflanze hat er halt nur Pokémon, die neutral getroffen werden. Das könnte halt immer noch ganz solider Schaden sein, je nachdem, was das für ein Silvaro natürlich ist. So, muss natürlich rausgehen. Wir haben die Überreste gesehen, das heißt keine Anti-Pflanzenbeere. Demzufolge muss der Lach hier einfach reinkommen. Bekommt jetzt die Schattenfessel ab und damit natürlich ein gewisses Problemchen für dieses Agrostella. Es kann jetzt nicht einfach rauswechseln und Belebekraft wieder von neuem triggern lassen. Ich glaube aber auch, dass wir hier gar kein KP-Investment haben. Oder hat Agrostella so wenig KP? 157 KP sieht für mich relativ wenig aus. So, da kommt die... Wow, die Flora-Statue. Okay, macht tatsächlich nicht wirklich viel. Flora-Statue ist, glaube ich, auch speziell, oder? Von daher jetzt nicht so verwunderlich. Und ich glaube, Silvaro muss jetzt erstmal eine Runde pausieren. Soweit ich weiß. Und das mit Gift im Rücken, mit einem Agrostella, was die Giftspitzen legt. Nachdem, dass die Toxic-Quark-Vorentwicklung, Glibunkel, schon down ist. I don't know. So, da kommt der Gift-Hieb. Der macht soliden Schaden. Es könnte tatsächlich sich hier um ein eher offensiveres Agrostella handeln. Ja, und das wird gegen Shining-Feder jetzt nicht zwingend gewinnen. Ah, okay, es hat Bunkern. Ja gut, wenn es dann auch noch den Bunker zur Verfügung hat, dann sieht das doch, denke ich mal, ganz gut aus. Denn damit kann es die nächste Attacke abwehren. Geht hier relativ solide aus dem Kampf raus. Kann gleich auch ausgewechselt werden. Ich denke mal, es wird nicht die eine sehr, sehr coole Fähigkeit von Agrostella haben, wo es mit Giftattacken immer crittet, glaube ich. Sondern es wird, denke ich, Belebekraft einfach ganz simpel haben. Auch wenn es hier nach einem etwas offensiveren Agrostella aussieht. Was aber schon gute Arbeit gemacht hat. Ne? Es hat gegen Silvaro sehr gut funktioniert. Ja, wir sehen hier Belebekraft auf Gardevoir. Ist eine gute Sache, weil ne, Agrostella muss jetzt eigentlich quasi rausgehen. Und gleichzeitig kann Tio... Wow. Mit Tohido hier reinzugehen, risky Sache. Risky Sache, weil das Agrostella hier rausswitcht, war für mich eigentlich relativ klar. Und deswegen wäre ich als Gardevoir, glaube ich, auch eher auf ein Donnerblitz gegangen, wenn ich den hätte. Ansonsten eine Mondgewalt vielleicht sogar wirklich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er den Mumm besitzt, hier in Tohido Hardcore reinzuswitchen. Das hätte auch schief gehen können. Naja, so muss jetzt Gardevoir erstmal rausswitchen, während Tohido hier auf Schutzschild drückt. Also eine Nullrunde für beide, außer eben natürlich, dass hier Temposchub kommt. Pikachu ist jetzt in einer Position, wo es, glaube ich, nicht allzu gut den Angriff tanken wird, der da kommen wird. Zumal hier wirklich alles ausgeschlossen wird von Tohido, indem hier nochmal auf Schutzschild gegangen wird. Damit ist Tohido jetzt einfach auf plus 2. Ich glaube, ein Mega-Pokémon haben wir noch nicht gesehen. Demzufolge könnte es auch Mega-Tohido sein und Mega-Tohido auf plus 2 gegen ein Team, das, glaube ich, komplett stark vergiftet ist. Ich weiß nicht, ob irgendwas nicht davon getroffen wird. Gewaldo haben wir noch nicht gesehen. Das wird auf jeden Fall stark vergiftet. Und zwei sind schon stark vergiftet. Und das letzte weiß ich gerade nicht wirklich aus dem Kopf. Aber ich glaube, das könnte auch den Boden berühren. Und dann wird Mega Tohido hier, glaube ich, einfach easy peasy durchs Team durchgehen. Und es könnte ein 6-0-Sieg für Rudel werden. Ich glaube, das hat noch kein Leiter geschafft. Und damit zeigt er wieder eindrucksvoll, dass ihm das AB scheinbar doch ganz gut liegt. Aber es überlebt hier erstmal, ne? Also, okay, Empoleon wird nicht schwer vergiftet. Empoleon tankt auch noch einen Hit. Aber eben auch nur einen der Bohrschnabel. Dafür, dass es halt wirklich ein Tohido ist, macht das halt quasi gar keinen Schaden. Ja, und der nächste Knirscher kommt. Das war's mit Empoleon. Und dann
bleibt, glaube ich, noch Guard Voir übrig, was nicht outspeeden wird. Und Forests Flash, genau, das dürfte dann Gewaldro sein. Deswegen auch wichtig, dass man hier auf zweimal Temposchub gegangen ist, weil ansonsten wäre es natürlich schon problematisch gewesen, hier durchzukommen. So, Gewaldro geht auch in die Mega, wie ich es mir fast gedacht habe. Man kann natürlich auch noch ein normales Gewaldro mit Entlastung und so weiter spielen, aber da habe ich jetzt auch nicht die riesigen Möglichkeiten gesehen, wie er das Set hier einbauen will. Wir haben hier den Eis dann auch noch drauf, von daher auch das hier safe in One-Hit durch den Titankiefer von Mega Tohido, ne, wird das natürlich auch nochmal gestärkt. Demzufolge sehr, sehr eindeutige Entscheidung hier. Man muss sagen, Terrakog hat halt auch wirklich ein sehr cooles Team mit dabei. Hat, glaube ich, die Stärken nicht hundertprozentig umsetzen können letztendlich. Ja, aber Mega Tohido ist halt einfach ein Biest. Mega Tohido ist halt... Ich finde es ein bisschen schade, dass es oft... Oder dass es sehr einseitig gespielt werden muss, meistens, ne, weil man kennt es ja, man muss den Titankiefer irgendwie nutzen, man muss Temposchub irgendwie nutzen, deswegen braucht man Schutzschild meistens drauf, Abgangspunkt kann man halt auch hin und wieder spielen und dann noch die paar Angriffsmoves, die da drauf sind, aber das ist so meistens die Spielweise, wie man Mega Tohido spielt und ich glaube, eine andere würde mir schwierig einfallen. Wir haben auch schon mal spezielles Mega Tohido gesehen und so, aber das ist natürlich auch nicht so stark dann, nicht so wirklich. Ich finde Mega Tohido super cool, finde es halt schade, dass es wirklich nur diese eine Spielweise hat meistens, oder fast ausschließlich. Das finde ich immer schade an Pokémon. Ansonsten hätte es, glaube ich, echt Potenzial zu einem meiner Lieblinge zu werden, aber ich finde es auch so sehr, sehr cool. Ja, wo war der Fehler bei Marien? Können wir einen Fehler ausmachen? Das ist die Frage. Wann hat sich Tohido angefangen aufzusetzen? Gegen... Es ist gegen Guard Voir reingekommen. Ja, und da hat es halt schon... Also, es hätte halt gegen so viele Pokémon den Boost bekommen können. Außer... Also, gegen jedes eigentlich. Hätte es zumindest 1+1 Boost bekommen können. Und da fehlte Marien, glaube ich, einfach schlichtweg die Defensive dagegen. Also, gefühlt hatte er als Defensive nur Empoleon. Und nur Empoleon, was dann halt nicht wirklich... Druck aufbauen kann oder zu stark in der Defensive ist, ist halt schwierig dann, ne? Und wenn sich dann ein Pokémon mit Init aufsetzt und schon Durchschlagskraft hat, wird es halt ganz, ganz schwierig werden. Also ich glaube, da fehlt da einfach so ein bisschen die Stabilität dagegen im Team. Aber ansonsten, vom Aussehen her war das ein sehr cooles Team. Potenzial war auch da so, dass man nicht am Anfang gesagt hat, okay, Marien hat einfach keine Chance, das Ding hier zu gewinnen, weil da sind halt einfach drei offensichtliche Typenvorteile mit dabei. Ja. Also, keine Ahnung, wo jetzt genau die Fehler lagen, ob da irgendwelche Fehler lagen. Ich glaube, Tohido war von Anfang an gefährlich, deswegen eher so in Richtung Teambuilding. Hätte man noch gucken müssen, ob da vielleicht andere Pokémon-Tekken-Mons mehr Sinn gemacht hätten. Aber, wie gesagt, ich fand, das war ein sehr schönes Team, so vom Aussehen her. Und ich hoffe, dass du so weitermachst. Hat jetzt hier nicht zum Sieg gereicht, dafür holt sich Rudel seinen Sieg. Und ja, gleicht zumindest, also gleicht nicht aus, aber gleicht zumindest so ein bisschen an. Was die Tendenz hier, die Statistik angeht zwischen Leitern und Herausforderern. Ja, das war's dann mit allen Leitern aus Liga 1. Wir haben jetzt jeden einmal gesehen und ab jetzt, ja, sehen wir jeden das zweite Mal wahrscheinlich. Und wen wir als nächstes sehen, tja, wartet ab. Tja, und wir sehen hier unseren nächsten Leiter, aber wir sehen einen altbekannten Kandidaten, nämlich nochmal Marien, nochmal Terrakrog. Dreimal in den letzten vier Kämpfen ist er dabei gewesen. Einen Orden hat er sich geholt. Einen nicht und ein Kampf steht noch aus. Ja, wir gucken uns erstmal Renés Team an. Das dürfte das gleiche sein, wie er es beim ersten Mal gesehen hat, benutzt hat. Und zwar Pantymos, Entron, Megalon, Bronzong, Deoxys in der Speedform und Galagladi. Ein sehr cooles Team, wie ich finde. Ich bin gespannt, was es dieses Mal reißen kann. Beim letzten Mal war das ein Sieg. René meinte aber selbst in den Kommentaren, dass weder er noch der Teilnehmer sonderlich gut gespielt haben. Und dass er eben jetzt auch sehr lange, glaube ich, kein Pokémon mehr gespielt hat und sich erstmal wieder so ein bisschen reinfinden muss. Dafür aber allerdings im ersten Kampf direkt den Sieg zu holen, ist natürlich nicht so verkehrt. Marien tritt hier ebenfalls mit einem coolen Team an. Ich bin mir noch nie... ein Nebulak. Okay, das ist cool. Hat natürlich einen Typenvorteil, aber es ist nur ein Nebulak. Also da sollte René schon gegen ankommen, aber Nebulak kann halt was machen. Ich frage mich, ob das auch wieder ein bestimmtes Thema, ob da ein bestimmtes Thema zugrunde liegt. Anhand der letzten zwei Kämpfe von Terrakrog würde ich das halt schon schließen. Aber sicher bin ich mir halt auch nicht. Er hat auf jeden Fall coole Einzel-Pokémon mit dabei. Und zwar zum einen Matrifol, Koalelu, Porenta, Echnatol, Skuntank und Nebulak halt.
Ja, ich habe immer so gewisse Tendenzen, so ich denke so, okay, viele Pokémon können critten, so, ne, mit Lauchstange, Purenta, mit Skuntank und Nachthieb und so weiter und so fort. Ich glaube auch Laubklinge, Matrifol kann man durchaus crit-mäßig irgendwie aufbauen, so ein Set. Macht dann aber wiederum mit den anderen irgendwie nicht so Sinn. Dann denke ich mir so, okay, irgendwie sind so Geist- und Licht-Pokémon viel vertreten. Okay, dann sind halt Pokémon vertreten, die irgendwie irgendeine Pflanze in der Hand haben oder im Schnabel, wie Purenta und Koalelu. Aber ich blicke noch nicht dahinter, was das Team hier ist. Es ist auf jeden Fall ein Team, was sehr gefährlich für René werden kann, weil eben Geist, Unlicht, Käfer mit dabei ist erstmal ganz offensichtlich. Purenta hat, glaube ich, auch Nachthieb, Abschlag und so weiter. Koalelu kann Tiefschlag. Also das wird schon relativ tricky werden für René. Und von daher würde ich sagen, springen wir rein in den ersten Kampf. In den nächsten Kampf. Let's go. Ich bin gespannt, weil das sieht auf beiden Seiten sehr cool aus. Und ich hoffe, dass René gut Gegenwehr leisten kann. Aber natürlich auch Terrakrok. Weil wir haben jetzt einmal einen Sieg von Terrakrok gesehen und einmal eine 6-0-Niederlage. Demzufolge ist das noch sehr schwankend. Hier kommt wieder der Captain Buggy-Lead. Und ja, auf der Gegnerseite kommt Lord Voll. Vielleicht von Foolikon. Lord Foolikon ist hier mit am Start gegen Captain Buggy. Zieht sich erstmal zurück, wird mit der Kreuzschere. Potenziell sollte die kommen. Natürlich nicht so viel machen können. Und muss halt ein bisschen Angst vor Eissturm und Kraftreserve Feuer und sowas haben. Und die Kraftreserve wird auch direkt gezeigt. Dürfte okay Schaden gegen Joel machen. Ja, nicht mega viel, aber okay. So, Buggy wird jetzt zurückgerufen. Aber genau dieser Switch wird erwartet. Es kommt die Verfolgung. Und die macht schon mal jede Menge Schaden. Nimmt Buggy zwar noch nicht raus, aber bringt es natürlich in eine Range, wo es sehr gefährlich wird. Sir Susaku kommt hier rein. Und dürfte jetzt wiederum das gegnerische Pokémon unter Druck setzen. Ja, Verfolgung ist natürlich so ein Ding für Psycho. Gerade für den Psycho-Leiter, zum Beispiel für den Geistleiter. Da muss man sehr, sehr stark aufpassen. Es kommt der Abschlag gegen Echnatoll. Der macht auch eine Menge Schaden. Redlichkeit geht jetzt weg, dafür Mumie, ich denke, das ist aushaltbar. Und die Gaube-Beere wird entfernt, auch das ist aushaltbar, denke ich. Aber, René hat nicht gemegert. Hat er das vergessen? Hat er das gemacht, um es geheim zu halten? Oder hat er es gemacht, um erst die Mumie zu bekommen, um dann wieder seine richtige Fähigkeit zu bekommen? Was halt auch nicht so wirklich viel Sinn macht. Also weiß ich nicht. Ich glaube, es wäre besser gewesen, direkt zu megern. Es sei denn, er hat irgendwie den Tiefschlag erwartet und wollte den Redlichkeitsboost. Oder hat die Möglichkeit gesehen, dass der Tiefschlag oder so noch kommen kann und wollte dann den Redlichkeitsboost noch mitbekommen und ist deswegen nicht direkt auf die Mega gegangen. Kann sehr gut sein, kann sehr gut sein. So, die Mumie triggert wieder. Interessant, dass die bei der Psychoklinge gerade nicht getriggert hat. Psychoklinge wird doch auch, denke ich mal, Kontakt herstellen, oder? Ja. Gehe ich mal von aus. So, Echnatoll hat jetzt die Giftspitzen gelegt und mit dem Leiter bringt es sich halt wieder auf eine Range, wo Galagladi große Probleme haben wird, das Ding rauszunehmen. Das war ein Crit, oder? War kein Crit. Oh, und jetzt kommt die Bürde. Reicht die vielleicht schon aus? Nein, ganz, ganz knapp nicht. Beide Pokémon hier nehmen sich quasi halt selbst gegenseitig raus. Auf der Gegnerseite rote KP-Anzeige, hier auf der heimischen Seite rote KP-Anzeige. Sehr knappes Duell, aber mega Galagladi. Er wird nicht mehr hart rein switchen können, solange die Giftspitzen liegen. Weil wenn es hart rein switcht, irgendwann... Oh, Abgangsbund. Oh, shit. Und es könnte Stachelfinale von Matrifol kommen, oder? Müsste es können. Klebenetz kommt aber nur. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Das ist ein Problem. Weil Abgangsbund hat jetzt zumindest nichts gebracht. Aber man kann jetzt nochmal eine Psychoklinge zumindest raushauen. Die soliden Schaden macht. Jetzt kommt das Stachelfinale. Jetzt hat Galagladi aber zwischendurch, zwischen dem Abgangsbund auch schon mal wieder angegriffen. Bedeutet, Abgangsbund triggert nicht mehr. Aber Mumie geht zumindest über und Hexaplaga ist damit weg. Aber Matrifol ist auf freaking plus 3 im Angriff. Das ist natürlich schon mal eine Leistung, könnte man sagen, oder? So, Recipro kommt jetzt hier rein. Das ist Deoxys. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal gar nicht gesehen. Deoxys in der Speedform. Und trotz Klebenetz dürfte das immer noch um Welten schneller sein als Matrifol. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ist es nicht. Okay. Und das Ding ist jetzt auf plus 6. Dann spielt René das, glaube ich, nicht mit Full Init. Weil Lord Voll hat keinen Init-Boost oder so bekommen, ne? Ja. Okay, das muss eine super knappe Entscheidung gewesen sein. Auch Full Metal bekommt richtig gut Damage reingedrückt. Richtig, richtig guten Damage. Dass Deoxys da tatsächlich stirbt, hätte ich nicht gedacht. Okay, aber Bronzong ist jetzt schneller, den Bizarro-Raum draußen, kann daher jetzt mit dem Gyroball den Kill, denke ich, holen. Sollte reichen.
und nimmt Dings jetzt hier raus, bekommt jetzt auch die Mumie. Verliert also den Hitzeschutz tatsächlich. Okay. Meistens spielt man Bronzong ja mit Schwebe. Hier scheinbar mit Hitzeschutz. Okay. Interessant. Ist glaube ich, auch gar nicht so schlecht, weil die meisten gehen halt davon aus, dass Bronzong sowieso Schwebe hat. Und dann den Hitzeschutz noch zusätzlich zu haben, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Kann schon durchaus mal funktionieren. So, jetzt kommt Jöll wieder rein. Allerdings ist Bronzong noch schneller, kann jetzt auch noch auf ein Erdbeben gehen. Auch das sollte okayen Schaden machen. Und vielleicht geht Jöll ja auch nur auf die Verfolgung. Ja, und genau so ist es. Deswegen sehr wichtig, dass René hier drin bleibt. Und die Verfolgung wird nicht reichen, aber der Tiefschlag kann jetzt potenziell reichen. Und damit wandert die Mumie weiter von einem Pokémon zum nächsten. Ja, Tiefschlag dürfte ziemlich sicher reichen. Da muss sich René jetzt natürlich überlegen, gehe ich raus, greife ich an. Der Tiefschlag kommt, René bleibt drin und verliert damit sein Bronzong. Ist, denke ich mal, einigermaßen verkraftbar. Verliert hier, denke ich, die 50-50. Ich denke schon, dass ihm bewusst gewesen ist, dass Tiefschlag kommen kann. Aber genauso hätte natürlich auch Verfolgung kommen können. So, jetzt kommt Enteron herein. Hat natürlich das Problem, Klebernetz liegt draußen, Giftspitzen liegen draußen. Das ist ein Problemchen. Wolke 7 bringt nichts. Ich habe ganz kurz gedacht, dass es irgendwas mit Gift gegen Gift oder so bringen könnte. Aber ich denke nicht. Da kommt der Gifthieb. Primus Quack. Ja, wehrt das relativ gut ab. Aqua-Durchstoß müsste auch reichen gegen Jöll. Von daher holt es sich den Kill und holt sich die gute alte Mumie, die immer wieder weiter wandert. Alter, wie viele Mumien-Dinger gab es jetzt schon? Das deutet darauf hin, dass es nicht viele Switches gibt, ne, aktuell. Weil ansonsten wäre die Fähigkeit irgendwann mal wieder weg. So, der Bizarro-Raum ist jetzt normal und jetzt kommt Cutiepie rein. Und das ist Coalelo. Coalelo wird nicht outspeeden, denke ich. Und einen physischen Angriff wird halt wehtun. Vielleicht kommt der Tiefschlag. Oh, Primus Quack geht raus. Ist das die richtige Entscheidung? Sharingan kommt hier rein. Bekommt wieder Toxic-Schaden, bekommt Klebenetz-Drop. Schaden wollte ich schon gerade sagen. Ist das der Play? Wunschtraum. Okay, ein Wunschtraum-Set. Gibt es im gegnerischen Team ein Pokémon, was gerade hochgeheilt werden kann? Bin ich mir nicht sicher, aber hat Megalon die Möglichkeit, gegen ein Coalelo durchzukommen? Ich weiß nicht, Turbodreher erst einmal. Ist vielleicht die einzige Attacke, die jetzt hier Schaden macht. Vielleicht ist es Wunschtraum, Kehrtwende, Spezialverteidigung sinkt. Das heißt, die nächste Psychokinese wird auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Schaden machen. Wunschtraum, Turbodreher, Kehrtwende und Schutzschild vielleicht noch, um den Wunschtraum safe rauszubekommen oder so. Könnte halt sein, wenn er dann nichts anderes mehr hat. So, jetzt nochmal der Wunschtraum. Ist interessant. Ist interessant, denn die Psychokinese wird jetzt halt schon massiven Schaden drücken. Jo, allerdings. Allerdings. Und jetzt könnte Cutiepie aber auf eine Kehrtwende gehen. Würde damit seinen Drop halt wieder regenerieren und könnte irgendwas reinschicken, was eine Psychokinese überlebt. Oder hat das Schutzschild auch noch? Ja. Und währenddessen triggert das Gift halt immer weiter, sodass jetzt, glaube ich, auch eine Kehrtwende... Oh, es kommt aber... Oh, jetzt wird's interessant. Es kommt der Z-Move durch Schutzschild. Oh, wird der reichen? Es ist halt nur 25% Schaden. Das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, es wird ganz knapp nicht reichen. Aber er ist halt auf minus 1 in der speziellen Verteidigung. Und das ist halt ein Hypersprint-Angriff. Der halt noch ein bisschen stärker als ein Psychokinese sein könnte. Oh, und sogar den Crit kriegt er. Und dann reicht es ganz knapp nicht. Aber es würde, eine nächste Psychokinese würde auf jeden Fall reichen. Deswegen muss Coalelo jetzt angreifen. Aber da Coalelo wahrscheinlich eine Kehrtwende haben wird, und die wird ziemlich sicher reichen, sollte das nicht das Problem sein, weil es eben vor Megalon hier rauswechseln kann. Ja, und dann kommt auch die Kehrtwende. Ist also ein relatives Standard-Coalelo-Set, wie man es durchaus spielen kann. Coalelo ist einfach Liebe. Coalelo ist sehr cool. Kann man auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Und das mag ich. Hat einen sehr coolen Move-Pool mit Wunschtraum, mit Tiefschlag, mit Turbodreher, mit Zuflucht, Rückkehr, Abschlag, Holzhammer und so weiter und so fort. Ne? Also, ist schon ganz nice. So, jetzt kommt Captain Buggy versus, wie hieß das Lauch-Pokémon gerade? Bin mir nicht sicher. Ja, aber es wird halt outspeeden, oder? Ich denke, es wird outspeeden. Entesüß-Sauer. Entesüß-Sauer haben wir aber schon oft gesehen, oder? Da kommt der Überrumpler. Oh ja, der Überrumpler ist natürlich auch sehr gefährlich gegen René. Und wir sehen den Crit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding hier die Lauchstange haben wird. Und demzufolge zu 50% eine Crit landet. Es sei denn, es ist Nachthieb oder Laubklinge, weil das wird dann halt auch zu 100% sogar critten. Ich weiß aber gar nicht genau, was Porenta eigentlich für eine Fähigkeit hat. Da kommt die Laubklinge. Die wird safe reichen, oder? Ja, das war's. Mit Enteron war auch wieder ein Crit, aber wie gesagt, das war jetzt ein 100%iger Crit, sofern die Lauchstange da war. Falls nicht,
Dann war das gerade sehr lucky mit beiden Crits, aber ich glaube, die hätten so oder so nicht gemeldet. Und damit holt sich Porenta am Ende nochmal 2 Kills. Schade, wirklich schade, dass wir Nebula gar nicht gesehen haben. Hätte mich sehr interessiert. Aber ansonsten sehr stark gespielt von Maren. Man muss natürlich sagen, er hatte hier einige Pokémon mit dabei, die einen gewissen Typenvorteil haben, ne? Also jedes Pokémon hatte, glaube ich, eine Attacke, die ganz solide war gegen René. Gerade auch so sowas wie Verfolgung oder so ist natürlich immer gefährlich. Aber letztendlich steckte da eine ganz gute Taktik hinter mit Klebenetz und so weiter. Und ich glaube, René hat auch nichts mit, was Turbodreher oder Auflockern kann. Das ist halt eigentlich auch immer eine sehr, sehr riskante Herangehensweise, ein Team zu bauen. Ich meine, Klebenetz ist halt für ihn nicht so unfassbar schlimm an sich, wenn er den Bizarro-Raum rausbekommt, den er ja auch rausbekommen hat. Aber auch der geht halt irgendwann weg. Und dann hat man natürlich ein Problemchen. Die Giftspitzen haben jetzt hier auch hart reingeballert. Deswegen, ich glaube, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen Hazard Control reinkommen. Und dann funktioniert das Team auch ein bisschen besser. Dennoch, denke ich, ein sehr ansehnlicher Kampf. Hat mir Spaß gemacht, dieses Team von Terracroc zu sehen. Und demzufolge, denke ich mal, haben wir nichts dagegen, wenn wir den guten alten Schicksalsorden überreichen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja, viel Erfolg weiterhin. 3 Kämpfe gemacht, 2 Siege, 1 Niederlage, 3-mal sehr coole Teams. Genau so möchte ich das sehen, Leute. Coole Teams, coole Pokémon und dann am besten noch einen Plan hinter dem Team. Dann ist es sehr gut. Das hat beim letzten Team von Terracroc nicht so wunderbar funktioniert, ne? Mit dem Pokémon-Tekken-Team. Das wirkte so ein bisschen mehr wie eine Aneinanderreihung von Pokémon. Hier hat, finde ich, hat man sehr gut gemerkt, dass es, dass jedes Pokémon so seine Rolle, seine Bedeutung im Team einnimmt und die zusammen eben sehr gut funktionieren. Mit dem Klebenetz, mit dem Stachelfinale kann Matrifol halt alleine schon sehr viel machen, aber mit dem Klebenetz unterstützt es eben auch Porenta beispielsweise, was halt sonst den Nachteil hat, dass es eben eine sehr geringe Edit hat. Ja, und deswegen hat mir sehr gut gefallen. GG auf jeden Fall. Schreibt gerne rein, wie ihr den Kampf und natürlich auch den Kampf davor fandet. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Däumchen nach oben da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Dort gibt es dann wieder ein Kämpfchen von mir. Also einen Live-Kampf. Und ich kann schon mal so viel sagen. Guckt auf jeden Fall rein. Der war doch relativ cool, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Deswegen schaut rein. Guckt, ob wir uns einen zweiten Sieg holen können mit unserem Drachenteam. Oder ob wir unsere erste Niederlage einfahren werden. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.